Und weiter geht's. Die meisten Leute brauchen einen Guide, um durch den verlorenen Wald zu finden, aber ihr nicht. Wollt ihr euch etwas ausruhen? Ja. Wie, wir brauchen keinen Guide. Was haben wir denn da dabei? Okay. So, dann halt da lang. Geh, geh, geh. Das kann doch nicht wahr sein! Ja. Natürlich. Dankeschön. Und ich hab Schluck auf. Teleporter. Nein. Jetzt gibt's hier keine Gegner. Euch erwarten drei Inseln und drei Türme. In ihnen verborgen liegt der Weg nach Elfrea. Keiner weiß, wo genau er ist. Die Monster dort sind sehr stark. Seid gewarnt. Doch jetzt geht Richtung Norden. Dort findet ihr die Stadt Jenova. Norden, das ist dann oben, okay. Kann er nicht einfach sagen, geh nach oben? Okay. Gegner sind sehr stark. Das klingt nach einer Herausforderung. Und nach einer guten Levelquelle. Und, ja. Bogenspezi. Schnacke. Stand jetzt Schnacke oder Schnecke? Ich habe mich, glaube ich, verlesen. Tarantel, Beißpflanze. Nö. Jenova. Willkommen! Pff, du kannst dir deine 100... Nein, die kannst du dir ja sonst wohin schieben. Das Dorf Bruan liegt auf der Insel im Osten. Dort gibt es einen sehr schönen See. Interessiert mich jetzt nicht so wirklich, aber okay. Mit einem Elf in eurer Gruppe könntet ihr den Weg nach Elfrea finden. Ja. Super Pfeile, dankeschön. Bombe. Was macht denn Bombe? Es gibt hier drei Inseln und drei Türme. Der blaue Turm ist im Südosten. Der rote Turm liegt im Osten und der grüne auf der Insel im Süden. Ich kenne mich hier gut aus, was? Ja, super. Tut mir leid, aber wir haben geschlossen. Gut, kein Problem, ich gehe einfach so in deinen Keller. Suchst du nach Elfrea? Nö. Dann halt nicht. Suchst du nach Elfrea? Ja, für etwas Schnaps kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Und, ah, du hast ein gutes Herz. Hm, dieser Schnaps. Was weißt du jetzt über Elfrea? Wir haben es eilig. Was? Noch einen Schnaps und ich erzähle dir es dir. Alles klar. Das ist Großherzigkeit. Ich mag Leute wie dich. Hm, schön, schön. Also, um Elfrea zu finden, musst du drei Juwele finden. Blau, grün und rot. Drei Juwele? Es gibt hier drei Inseln mit je einem Turm. In den Türmen sind die Juwele. Finde sie und du findest Elfrea. Du kannst Elfrea nur erreichen, wenn du die drei Juwele hast. Die alte Frau am Tresen hat den ganzen Tag gefaselt. Lödö, junger Mann, wir haben den besten Schnaps. Nur 10 GM, wie sieht's aus? Ja, ja. Na, schmeckt er, dachte ich mir. Ich verrate dir ein Geheimnis. In der Nähe des grünen Turms gibt es keine Stadt. Aber im ersten Stock des Turmes ist ein Hotel, in dem ihr euch erholen könnt. Okay, das ist vielleicht ganz interessant zu erfahren. Also gut, dass wir da gesoffen haben. Was uns also dieses Spiel alles lehrt. Saufen ist immer gut. Man kriegt immer gute Tipps von seinem Barwirt oder Kneipenbesitzer oder wie auch immer. Nö, hier brauche ich nichts. Also wenn die Monster hier so stark sind, dann muss es doch hier einfach neue Waffen geben, oder? Umsehen. Langschwert. Ach, das ist auch nur plus 11. Das ist doch nicht wirklich... Ach komm, kauf's. Ja, ja. Kauf. Axt haben wir. Krumm Ultra. So, und was kriegt jetzt die hier? Lufia kriegt was? Nix. Neues. Dann halt Schirin. Stoßdegen. Okay, dann kriegst du einen Stoßdegen. So. Hier ein bisschen was kaufen. Ja, ich staune deine Rüstungen später sehr gerne. So. Achso, Quatsch. Ja. Ja, ja, ja. Oder? Ja, einmal kaufen bitte. Auch einmal. Buckler. Wahrscheinlich zweimal, richtig? Ja, Moment, was ist denn ein Buckler? Der kriegt's auch, oder? Ja. Eins, zwei. Stahlpanzer. Ah ja. So. Okay. Stahlhelm. Nein, 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 nein.
Eine Glasmütze. Ja. Ja. Und Tarnschuhe hat wahrscheinlich jeder, oder? Ja. Cool. Cool, 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 cool. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Axt wird zum Langschwert. Federrüstung hat er schon. Da gibt es nichts Neues, glaube ich. Nutzenbuckler. Stahlhelm ist okay. Tarnschuhe ist auch okay. Okay. Hier fangen wir an mit dem... Ach, die hat schon den Stoßdegen. Okay. Federrobe. Nee. Ach so, hat sie schon. Glasmütze. Okay. Nö. Nö. Ja. Du kriegst jetzt auch ein Langschwert. Nein. Und ich müsste immer noch verkaufen, aber ich habe nie Lust dazu. Stahlhelm hat er schon. Okay, okay. Monsterring. Jirin. Du kriegst den Stoßdegen. Richtig? Ja. Stahlrobe kriegst du natürlich nicht, weil du hast eine Federrobe. Titi auch? Ja. Stahlpanzer, nichts. Nein, stopp. Oh doch, war richtig. Okay. Okay. Alles klar. Perfekt. Perfekt. Wie kann ich dir helfen? Speichern. Uns ist nicht mehr zu helfen. Hallo? Ja, ja. Tu mich auch. So, müssen wir schlafen? Nö. Nö. So. Ich weiß zwar nicht, wo wir jetzt hingehen. So, jetzt gucke ich mal. Schnanecke. Hier spreche ich nochmal ein ganz, ganz gewaltiges Lob aus an die... wie sagt man hier? Dinger. An die... Entwickler, die sich so viel Mühe gegeben haben, einen solch treffenden Namen zu finden. Schnanecke. Schnanecke. Also ich glaube... Jirin... ist ein doof. Nee, kann richtig stark werden. Wenn die jetzt schon 56 oder so abzieht. Was? Holle? Na gut. Okay, Leute, ich glaube, das hat aber keinen Sinn, wenn ich jetzt hier weit... Ey... Wenn ich hier weiter groß rumtanze, ich werde erstmal Jirin ein wenig leveln. Oder Jirin, oder ich weiß nicht wie... Erfahrung kann sich auch sehen lassen. Ja, das sieht doch gut aus. Das dauert auch nicht lange, das Leveln. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter mit einer total starken, tollen, coolen Gruppe. Sofern ich hier diese Flucht überlebe. Ja, tue ich. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal und Dankeschön.